Oben rechts ist sogar die FPS-Zahl. Nice. Hier machen wir Film nochmal. Dann noch ein bisschen lauter. Oh, direkt. Wie ein Baby, aber wie ein großer Baby. Was will der jetzt von mir? Das war einfach. Ja, komm. Das ist jetzt Russland, ne? UdSSR oder so? Ja, aber das ist jetzt ein Stein gegen seinen Kopf, zack. Ich glaube, er hat es nicht kommen sehen. Der längste Weg beginnt mit dem ersten Schritt. Das ist Schritt 1! Hey, das ist halt wirklich nicht so schlau. So ein Wächter kommt in die Mitte von solchen. Ja, kommen wir mal auf die Ausgangssituation an vorher, ne? Was ist hier los? Wir müssen ja erstmal durch irgendwas Hoffnung so haben. Ja. Sonst würden die auch nicht so aufmüppen. Ja, also ich meine, der Wächter geht in die Mitte von so einer wütenden Menge. Ja, es gibt schlaue Menschen, ne? Was will der denn von mir? Der ist ein Ding gerade gekillt. Keine Ahnung. Gemessert. Das Ding ist, es gibt ja wirklich so Gefangene, also so Minen, so ganz viele, ne? Gibt's ja immer noch. Voll krass. Befrei den doch mal. Wir sind Freunde. Holy shit, was ist das für ein Monster? Sergei halt. Find der ist irgendwie. Oh, was geht? Gibt immer so einen. Alter. Herr Schäfer muss da unten arbeiten. Ja, Mann. Hier unten fällt's auch nicht auf, wenn du stirbst, ne? Nö. Resno, können Sie dem Amerikaner trauen? Auf jeden Fall. Wieso hat der plötzlich graue Haare? Er und wir sind uns ähnlich. Schon ein bisschen länger da. Wir sind alle Soldaten ohne eine Armee. Betrogen, vergessen, verlassen. Oh shit. Er will Minecraft spielen. Wir alle Brüder. Er hat Minecraft durchgespielt, würde ich sagen. Ja, so wie er aussieht, hat er es echt durchgespielt. Ja. Minecraft RL, nicht VR. Holy shit. Er hat Bock. Okay, Sergei. Aber so sah das auch da in dem Minenschacht aus, da wo ich war. Ich war ja auch mal in einem Minenschacht. Ja, dann ist das wohl ganz gut gemacht hier. Zweimal gleich. Ja doch, das ist ja ähnlich. Man kann den Sieg nicht ohne Scheiße. Opfer erreichen, Mason. Da hat er wohl recht. Wir Russen wissen das besser als alle anderen. Reznov. Die sterben doch jetzt alle. Ja. Hat's gebracht. Nice. Das war super. Warum läuft er jetzt los? Er stirbt natürlich nicht. Nee, wir werden natürlich nicht abgeballert. Echt klar. Ach, Genosse. Ach, das Geschütz, da erinnere ich mich noch ein bisschen dran. Ja, stell dir mal vor, du machst wirklich so selber so diesen Move. Heftig, Alter. Dann hast du doch Adrenalin für den Rest deines Lebens, Alter. Immer wenn du dran denkst. Alter, ja, Mann. Wenn du mal dich schlapp fühlst oder irgendwas, denkst einfach an diesen Moment, kriegst direkt wieder Adrenalin, sein Vater. Deswegen kann man auch Leute jetzt, also kann man die Leute auch eher verstehen, so die halt noch vom Krieg so erzählen. Ja, Mann. Das bleibt halt, ne? Dass die dann manche Dinge, da denken sich, einfach machen, Digga, es ist schon alles gut. Besser als damals. Ja, wir haben. Also, heftig, ey, was ist los bei denen? Ja, Mann, die ballern ja endlos. Und krass, ne, die kämpfen halt so gegen den Aufstand. Hauptsache, die Gefangenen kommen nicht raus, ne? Also ballern die lieber alle ab, anstatt dass irgendwie. Ja. Dass es so an die Luft kommt, dass das hier. Ja, genau. Heftig, ey. An die Luft. An die Öffentlichkeit. Gefühlt ist die Hälfte schon gestorben, aber es gibt trotzdem noch welche. Krass, Alter.
Er stellt sich hin. Hier lang! Was ist jetzt eigentlich deine Mission? Ich glaube ballern. Halten Sie erst, um die Schleuder vorzubereiten. Was schleuderst du jetzt heißt? Steine, oder? Ja, ist auf jeden Fall nicht gut. Nee. So? Hä? Dann einfach mal das Haus da. Zack. Jawohl. Rechts. Was für ein Riesenlager, ne? Verdammt! Jawohl. Sauber. Und dieses große Ding da oben, das ist ein Förderband. Ein Alter, Niederlager. Junge! Das sieht ja krass aus. Ne, ein bisschen höher, glaube ich. So. Das haben wir in Deutschland auch noch ganz viel in den Kohlekraftwerk. Ja, man, das... Alter, das ist so ein großer Buddelarm, ne? Ich treff das nicht! Hä? Doch wieder ein bisschen ein Stück weiter. So, jetzt trifft's. Jetzt, das ja. Gibt's doch nicht. Auf Ansage. Alter, das sieht voll geil aus. Mhm. Hier lang! Bewaffnet euch, Genossen! Ist hier noch eine Waffe? Nee. Genau wie geplant. Wir erreichen den Schritt 5. Nächstens Woche. Schisch. Oh ja, Pumpgun. Nice. Auf das Schloss, Mason. Vorwärts, Männer. So geht's. Direkt auf den. Droska. Die haben alle diese Hüte auf. Diese geilen Hüte, ja, Mann. Wodka, Wodka, Wodka. Vom Ring bis an die Wodka. Nicht ganz. Warum, Junge, ich pump die alle hier weg. Wieso ist das gut? Wieso ist das gut? Von wo? Campelia. Jawohl. Ja, man merkt, dass du die nur auf Mittel gestellt hast. Ja. Hier komme ich ganz gut durch. Autozerstör-Helikopter. Boom! Großes Boom! Oh, das war ein Mate. Oh, ich will die AK. Dafür gehst du auch fast drauf, ne? Mhm. AK ist geil. Man kennt ihn wieder, den hier. Ah, ja, den YouTube, ja. Nein, komm. Standard-Move. Das kriegen wir auch so, ey. Hoffe ich doch. Ist hier noch einer? Ah ja, da ist er. Oh, er ist absolut nur auf mich abgesehen. Hier kommt man nicht durch. Ui, das war so mit dem. Die wollen das Waffenlager abriegeln! Digga. Oh, ich glaube, ich habe Kopfschuss bekommen. Dann kriegen die einen Granatwerfer. Oh, ich muss nachladen, erst okay. Ja, dann halten wir es auf, oder? Ja, ja, sehr geil. Oh, war close. Oh, oh. Töte ihn. Oh, Sergei ist tot.
Den hättest du aber retten können. Aber das war vom Spiel wahrscheinlich nicht so vorgesehen. Ich glaube, ich muss mich hier erstmal retten, also selber retten, glaube ich. Das ist ja Dauer-Action, was ist los? Mega. Ach du Scheiße. Ja, chill mal! Und ich dachte schon, die Führerscheinprüfung ist anstrengend. Alter. Ich, Digga, was will der? Nein! Mason! Mason! Einstellung, Steuerung, Kampf. Und das hier muss ich mal auf E machen. So. Machen wir auf Fernkampf, nicht auf Nahkampf. Alter. Ja, so ist besser. So, jetzt aber. Ich finde das auch immer so krass, man kann ja kaum unterscheiden, wer Freund und Feind ist, so weißt du? Ja, ich stelle mir, wie soll denn das gehen, wenn man dann im echten Gefecht ist? Ja, und ich weiß noch, ja, ich weiß noch, erstens das und zweitens, ich weiß halt auch noch, als wir das erste Mal, als das erste Mal Call of Duty gespielt habe mit Philipp und dir auf einer LAN, glaube ich, da also waren wir nur free for all und da konnte ich nie, also, weil da haben wir dann auch 2 gegen 1 manchmal gespielt, so, und dann konnte ich nie unterscheiden, wer bei wem ist, so. Ja, und wie war das im echten Krieg, Digga, ganz ehrlich? Ja, echt so. Überlebe ich diesmal? Ich hoffe ja. Oioioi, hier ist jetzt echt. Also, du hättest den Krieg auf jeden Fall so nicht überlebt. Ich glaube auch nicht, ne. Aber hier? Ist das jetzt ein Mate? Ja. Wir fangen ihn her. Nee, das ist Mace. Er ruft hier lang, ich gucke ihm zu, wie er lang läuft. Wie er zu mir kommt. Folgen. Du bist schon am Ziel. So nämlich. Mehr Verstärkung! Wir haben wenig Zeit! Sie wollen durchbrechen! Lass das nicht zu! Okay, okay, dann lach an. Mit dem Leuchtbrenner müsste es gehen! Ui, ui! Oh, wow, 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 wow! Wow! Oh, achso, ups. Ja, das war eine heftige Truppe, ich musste erstmal kurz relaxen. Hier lang! Komm hoch, Junge, hier lang! Resnov, hier lang! Mehr! Immer mehr! Mehr! Wir haben wenig Zeit! Was? Es stimmt nicht! Da krieg ich ja schon beim Zugucken Hunger! Alter! Ich warum? Ey! Er war Juggernaut. Ja, aber ich habe ihm die Granatwerfer-Muni in den Körper direkt gedrückt und dreimal gemessert. Ja, du musst ihn nochmal zu Wort kommen lassen. Okay. Ich glaub, ich muss hier erstmal alles nachladen, bevor das hier richtig losgeht. Habe ich noch die Shotgun? Nee. Was ist er denn jetzt? Hier lang! So, diesmal klappt das aber. Kannst du ein paar Treten hinlegen? Ich lege hier ein paar Dosen hin. Der Sound. Ja, dann rutscht er vielleicht drauf aus, ey. Das wär's, ja. So, jetzt bin ich bereit. Soldaten hassen diesen Trick. Wo ist er? Wo ist er? Die Spannung bleibt da. Wo ist er? Auf, mal auf den Kopf ziehen. Noch einer, war komm. Ja, noch einer. Leute. Hab ich. Man muss die Szene nur zweimal spielen, also gleich leichter. Ich hab den Weg frei gemacht. Oh, achso. Ja. Sieht man. Von wo?
Direkt im Überlebensmodus. Ha! Sie sind durchgebrochen! Durch! Ich habe Akzent, du wissen das. Oh, das ist schon wieder so einer. Ich brauche mein Wodka. Wodka, da kommt da einer angelaufen. Du killen ihn. Ja, aber der hat ein bisschen, bisschen Leben auf jeden Fall. Ja, du auch. Boah. Ja, wenn der einmal ankommt, ne? Du musst immer auf Distance bleiben. Ja, Mann. Der hat nur Shotgun. Ja, aber wenn der... Warum bin ich down? Bruder. Deswegen habe ich auf diese Schwierigkeit eingestellt, weißt du? Verstehe. Soldat! Aber wenigstens geht's da los. Ja. Was geht da los? Da los. Hä, wie lange wird sie noch in der Hand halten? Ja, ich dachte, der kommt jetzt mal um die Ecke. Ja. Jetzt kommt er. Zack! So nämlich. Noch einer. Zack, und noch einer. Immer ein Magazin pro Typ, Alter, was los? Ja, Mann. Noch einer. Noch einer. 120 Schuss. Ja, moin. Gut, dass du noch anderen... einer. Ja, aber so ist ja leicht. Ja. Ja, Digga, die kommen ja unlimited hier. Also sterben sie auch, da kommt noch einer. Okay. Noch einer. Gibt's dafür irgendwie EP oder so? Noch einer. Was ist das für ein Cheat? Noch einer? Meinst du, er hat das überlebt? Hat er nicht. Ah! Deswegen. Das erklärt alles. Jetzt? Ja, jetzt können sie kommen. Todbringer, wie heißt der, ne? Ja, aber das ist jetzt mein Todbringer. Minigun, whatever, alles. Das ist die Wumme hinter dir, oder? Hinter mir? Ach, da kommen noch so andere. Ja, irgendwie von hinten werde ich abgeschossen. Ja, genau. Muss ich jetzt hier weiter? Ich kann jetzt hier rausgehen, ne? Achso. Da unten ist so ein Ding. Das ist ja ein bisschen wie Shoppergunner, ne? Das ist gerade sehr geil. Das macht man... Sehr geil ist das. Mehr Energie! Sehr geil ist auch verstanden wieder. Ja, Explosion tötet mich nicht mit Juggernaut. Oh, ich kann nicht weiter schießen. Jetzt kann ich wieder. Alle feiern so. Für die Ehre, für Russland, für alles. Ja, warum sterbe ich nicht? Einfach weil ich es kann. Immer auf die Reifen schießen. Auf den Tank. Nicht mit Minigun. Minigun ist egal, worauf du schießt. Spiel macht mehr Spaß, wenn man stärker ist. Ne? Ja, man, irgendwie schon. So kann man hier durchrennen. Ich kann nicht mehr schießen, so jetzt kann ich wieder. Oh, Muni ist alle. Wenig. Ja, 90 noch. Vielleicht hast du es. Oh nein. Oh no. Oh no, Diggi. Ich hab gerade alle rasiert. Wie bei dem Flüchtlingsheim in Moria in Griechenland. Oft drin gehabt. Ist echt so. True story. Oh shit, Digga. Bei Familien. Reznov. Sie setzten Tränengas ein. Ich bekam keine Luft. War Reznov da noch bei Ihnen? Er war immer bei mir. Waren Sie selber bei sich? Ja, Bruder, ich bin jetzt gleich weg. Okay. Wir haben wenig Zeit. Innerhalb dieses Schreins, der heuchlerischen Dekadenz von Vorkutas Anführern, liegt der Schlüssel zu Schritt 8. Ein Motorrad. Freiheit. Ich würde sagen, machen wir hier Break, oder? Ja, das ist auf jeden Fall für diese Folge der Break. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ging gut los. Ja, Mann, Digga, also, mir fehlt auch noch ein bisschen die Sprache. Genau, so geht's dann hier los. Reznov ist direkt weg, okay. Aber hier. Ja, also geht's nächstes Mal mit der Motorrad-Session weiter. Da geht's weiter. Vielen Dank fürs Einschalten, Freunde, und wir hören uns im nächsten Video. Haut rein. Schau! Aufnahme stoppen muss. Nee, ich speichere ein Ende und jetzt.